Der WTT Young Lead Award wird Ihnen präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Leica Gear Systems, Bauwerk Parkett und Gallus Media. Aus 42 Studierendenteams von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, sind noch 6 im Rennen. Nur 2 können ihn gewinnen, der WTT Young Leader Award 2020 in den Kategorien Marktforschung und Managementkonzeption. Es ist eine Auszeichnung der talentiertesten Nachwuchskräfte für die Ostschweizer Wirtschaft. Mehrere Monate lang haben sie ein Praxisprojekt geschaffen in Echtaufträgen von Unternehmen für Unternehmen. Die Geberin von TriebsAG Rapperswil-Jona hat sich am stillen Örtchen verschrieben. Der Ostschweizer Sanitärproduktehersteller gehört zu den absoluten Marktleader in Sachen WC. Bei der breiten Bevölkerung noch wenig im Einsatz ist das Aqua Clean, das Dusch-WC der Geberit. Das Praxisprojektteam der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule, soll dabei mithelfen, dass sich das bald ändert. Der Auftrag von unserem Projekt war, dass wir eruieren, warum das Dusch-WC in der Schweiz noch kein Standard sind und dann Massnahmen dazu entwickeln, wie man das verändern kann. Das Traditionsunternehmen Geberit kann auf eine Firmengeschichte von bald 150 Jahren zurückblicken. Seit über 40 Jahren ist Geberit mit Dusch-WC auf dem Markt vertreten. Die haben bei den Endkunden aber immer noch den Ruf von einem Luxusartikel statt einem Alltagsgegenstand. Der Blick über die Landesgrenzen zeigt zum Beispiel in Japan, wo 60-70% bereits ein Dusch-WC haben, dass das funktioniert. Und der Auftrag war, eine Projektgruppe den Schlüssel zu finden, wie wir das auch in der Schweiz schaffen. Als erstes hat das Praxisprojektteam den Ist-Zustand abklären und einen möglichst breiten Datenpool sammeln. Das Vorgehen hat so ausgesehen, dass wir zuerst eine qualitative und eine quantitative Umfrage gemacht haben. Das heisst, wir haben verschiedene Zielgruppen, insgesamt über 300 Leute befragt. Das sind einerseits potenzielle Endkunden, aber auch Sanitärfachleute, Architektinnen und Architekten oder auch Hotels. Auf der anderen Seite haben wir dann auch noch Experten aus dem Fachbereich Japanologie befragt, weil eben das Dusch-WC in Japan bereits sehr verbreitet ist. Die Umfragen haben gewisse Tücken mit sich gebracht. Die wenigsten Menschen reden gerne über ihre Erfahrungen auf dem intimsten Örtli. Das Praxisprojektteam hat darum viel Einfühlungsvermögen gebraucht, sagt Rosella Toscano, ihren Coach von der Ost, der Ostschweizer Fachhochschule. Die grösste Herausforderung war in diesem Projekt, dass man über ein intimes Thema, den Toilettengang mit ganz verschiedenen fremden Leuten musste darüber reden und die Leute dazu bringen müssen, dass einem etwas erzählen, wie das Erlebnis für sie ist. Als das Team die gesammelten Daten ausgewertet hat, ist ein ziemlich eindeutiges Bild entstanden. Die Ergebnisse waren so, dass Geberit als Unternehmen bereits sehr große Bekanntheit hat, das Dusch-WC Aqua Clean aber die Bekanntheit noch recht gering ist. Und auch bei der Zielgruppe, vor allem bei der jüngeren Zielgruppe, noch eine grosse Wissenslücke besteht, vor allem was die Funktionen eines Dusch-WC und den Nutzen auch betrifft. Die Studierenden empfehlen den Geberit, um ihre Marketingbotschaft zu präzisieren. So, dass man das Image vom Dusch-WC weg vom vermeintlichen Luxusartikel hin zum Alltagsprodukt verschieben kann. Mit einem verstärkten, fokussierten Auftritt in den Social-Media-Kanälen sollen auch jüngere Kunden angesprochen werden. Die Vorschläge werden vom Auftraggeber zum Teil bereits umgesetzt. Gewisse Erkenntnisse fließen jetzt in die tägliche Arbeit ein, also entsprechend in Kommunikationsmittel, wo wir schärfen, wo wir anpassen. Wir möchten hier noch ein bisschen frischer, ein bisschen frecher auch unterwegs sein. Und da hat das Praxisprojekt uns schon ein bisschen Wind verleiht. Ja. Das Praxisprojektteam der Fachhochschule Ost hat es mit dieser soliden Leistung an die Spitze gespült. Im Finale vom WTT Young Leader Award in der Kategorie Marktforschung. Eine saubere Leistung. Wir freuen uns riesig über die Nomination zum WTT Young Leader Award. Also wir haben es als Gruppe gar nicht daran gedacht, dass wir nominiert werden könnten. Wir freuen uns aber riesig darüber, weil auch die Konkurrenz natürlich sehr gross war. Und freuen uns jetzt aber auf die Nominationsshow im Dezember. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2020? Preisverleihung findet am Dienstag, 8. Dezember in der Tonhalle St. Gallen und per interaktivem Livestream statt, mit der Zusammenfassung am 9. Dezember auf TVO. Der WTT Young Leader Award präsentiert von Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau. Thurcom.
St. Galler Stadtwerk und Scandola Light Audio Media.